Also, was haben die Amis nur für Türen? Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ich sagte, iss! Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Tür wurde freigeschalten. Okay. Ja, war schon ein bisschen widerlich. Ja, hatte. Der war vielleicht etwas satt, der Mensch, der junge Mann. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Ja, aber vielleicht ist sie ja schuld an dem Ganzen. Ach, 5 Schuss nur. Geil. Da war es ja gut, dass ich mal so gut getroffen habe. So, der lebt bestimmt noch. Wobei, eventuell auch nicht mehr so, wie sie den draufgehauen hat. Nee, so wie der guckt. Bah, armer Typ. Erst diese ekelhafte Scheiße und dann wird er fertig gemacht. Ja, ekelig, ne? Ekelig. Ja, das erinnert sehr stark jetzt an Resident Evil, so ein klein wenig. Da war es nämlich auch ziemlich räudig. Ich hatte ja heute mit einem Kollegen über VR-Spiele und so gequatscht. Und ich muss sagen, also an sich finde ich das eine ziemlich coole Entwicklung, alles. Aber ich finde, es gibt noch nicht so coole VR-Spiele und... Aber sowas hier werde ich mir nie im Leben in Virtual Reality geben. Auch Resident Evil oder sowas nicht. Also... Da würde ich mich ja bekotzen. Hier. Ich wollte gerade sagen, hier ist ja gar nichts. Was haben wir denn hier? Schießpulver, ach so. Ach, da können wir ja... Warte mal. Was ist denn... Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Ne, hier wollte ich auch nicht hin. Hier wollte ich hin. Ja, gut. Pistole. Okay, die hat ein bisschen mehr... Die hat anscheinend anderen Munitionstyp. Ach so. Das kennen wir schon. Arsenal zugreifen. Ja. Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer.
Okay, hier haben wir ein paar Statistiken. Und die Trefferquote müsste eigentlich spitzenmäßig sein. Aber ich dachte, okay, dann kann ich das gar nicht hier herstellen, brauche ich tatsächlich eine Werkbank dafür. Ich würde sagen, wir verlassen dieses Elendhaus. Aber so wie die schon gesprochen hat, also ich wäre da nicht reingegangen. War hier nicht gerade eben irgendwas? Achso, hier einfach nur drüber jumpen. Nee, machen wir nicht. Ein bisschen überbelichtet durch die Lampe. Ne, hier war gar nichts, okay. Ja, geil. Coole Nachbarschaft. Ist hier was? Nö, auch nicht. Ich würde ja mal probieren, das Licht auszuschießen, ob das geht. Ich denke nicht. Ist sowieso ziemlich hell hier. Und ich habe auch relativ wenig Munition. Neues Tutorial. Nahkampfangriffe. Du kannst die Kisten und kriegen Schaden verursachen. Achso, na dann machen wir das doch. Ja, nehme ich. Ich meine, wir haben ja eigentlich ein Messer. Das ist ja jetzt nicht so wenig Schaden, was wir damit machen. Zumindest an normalen Leuten. Bestimmt wieder so eine Kiste, die wir nicht kaputt kriegen. Die sieht schon so etwas verstärkt aus. Na gut. Dann halt nicht. Können wir nicht das Auto nehmen und jetzt noch runter rumfahren? Nee, ich kann nur hochklettern. Was ist denn das für ein Quatsch? Lass uns doch das Auto nehmen. Nein, ich... Ja, wir wollten schon immer mal auf dem Baum... Ach, Baum. Auf dem Auto klettern. Die Frage ist, das ein bisschen, ne, nicht direkt Open World, aber so ein bisschen offeneres Gelände? Oder ist das auch wieder so schlauchlevelartig wie im ersten? Okay, bis. Also hätten sie mich wenigstens bis dahin gehen lassen und dann da nicht draufsteigen. Okay, aber einfach hier so eine Wand zu machen. Ja, das ist doch Quatsch. Lass mich doch wenigstens bis dahin kommen. Na gut. Oh. Ja, ich denke mal, die sollte ich jetzt nicht alle offen angreifen. Morbius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Was die da alles aus dem Haus geholt hat. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. List und Schleichangriffe. Steuern links, Schleichmodus. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Gegner werden vor allem durch Geräusche angezogen. Wenn ich gedrückt bin, kannst du deinen Schritt unterdrücken. F. Mit Schleichangriff kannst du ahnungslose Gegner von hinten angreifen. Von vorne anscheinend nicht. Zu schade. Warum soll ich das jetzt öffnen? Ich hoffe, die... Mann, mach doch einfach mal die Lampe aus. Oder lasse aus. Tja. Ich meine, hätte ein bisschen aufgepasst und wären sie noch alle zusammen... Oh, die kommt wohl zurück. Hätten sie das wahrscheinlich schaffen können. Weil er hat ja ganz gut rumgeballert. Aber, ja, so halt nicht. Da ist halt nur der Techniker entkommen. Wie soll ich an denen denn jetzt vorbeikommen? Kann mir das mal einer erzählen? Ich meine, ich kann hier wahrscheinlich einfach so vorbei.
Ach, guck mal, hier Flaschen. Das Werfen von Flaschen kann genügend Lärm verursachen, um Gegner anzulocken. Flaschen können mit Mauser 3, ja. Mit der Fähigkeit Flaschenbrecher kannst du dich aus dem Umklammerung eines Gegners lösen. Wenn du ein Spiel auf Einsteiger beginnst, erhältst du diese Fähigkeit automatisch. Ha. Ich dachte, die hätte ich jetzt ausgerüstet. Entdeckungssymbol. Wenn dein Gegner deine Anwesenheit bemerkt, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Entdeckungssymbol in Form eines Auges. Abbildung 1. Okay. Wenn der Gegner dich endgültig bemerkt hat, öffnet sich das Auge vollständig. Abbildung 2. Sobald ein Gegner auf dich aufmerksam wird, weil du Geräusche verursacht, Abbildung, erscheint ein Schallwellensymbol. Okay. Ich würde einfach mal... Ah, das war natürlich ein bisschen ungünstig. Flasche, die gönne ich mir mal. Ich hätte natürlich auch hier einfach hinschleichen können. Hätte ich die Flasche mir vielleicht gespart. Ich würde den hier ja ausschalten wollen. Und dann den an der Tür. Na, der lässt sich aber gut gehen da. Und zack, in den Kopf. Setzt sich in Unterschlüpfen und anderen Bereichen in Rollstühlen und um Fertigkeiten zu verbessern. Warum gerade in einem Rollstuhl eigentlich? Ich meine, das letzte Mal waren wir auch in einem Stuhl, der war auch relativ eklig. Also zumindest das, was er um den Kopf gekriegt hat. Ja, Schlüssel vergessen. Vielleicht musste ja ziehen. Eigentlich öffnen. Scheiße. So, da haben die anderen nichts ja mitbekommen. Okay. Das müsste eigentlich halten. Müsste. Der macht immer die scheiß Taschenlampe an. Hier. Nischt. Mach doch. Eine Spritze. Ah, da ist mir jemand umgefallen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber... Das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch. Wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn.
Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen's erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie's, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Kapitel 3. Resonanzen. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Ja, die haben ja recht wenig gesagt, ne? Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Also irgendwie, die wedeln ganz schön stark mit ihrem Kopf. Also der Sebastian, der hat irgendwie in der Sequenz vorher immer ziemlich stark genickt bei allem, was er sagte. Und der andere, der Liam, der schüttelt immer ziemlich stark mit seinem Kopf. Ich weiß nicht, was die da mit ihren Köpfen haben. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Ja, das meine ich. Der hat schon 2-mal übelst mit seinem Kopf gewedelt.
Okay, das ist seltsam. Das scheint ein bisschen offener zu sein mit Nebenquests anscheinend. Nebenmission, ja. Also im ersten war es ja doch relativ straight, das Ganze. Und hat eine gewisse Geschichte erzählt, wo man nicht selber irgendwas auswählen musste und dann wie hier einfach so dann auf einmal da stand und so ein aufgezwungen, also ein Gespräch hatte. Wirkt ein bisschen komisch, finde ich. Kaffeemaschinen. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, langst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauchen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Okay. Nehmen wir erstmal das alles. Forzkiste. Neben Unterschlupf steht eine Forzkasten, dessen Inhalt im Laufe der Zeit immer wieder aufgefüllt wird. Vergiss nicht hin und wieder hier vorbeizuschauen, wenn deine Vorräte zur Neige gehen. Aha, okay. Ja, das ist doch komplett anders, also... Ich meine, man kann jetzt anscheinend auch... Mann, draußen ein bisschen rumstromern und dann wieder zurück, um seine Vorräte und Gesundheit aufzufüllen. Hat irgendwie nicht mehr dieses... vom... Ja, ich vergleiche es halt, naja, mit dem ersten Teil. Weiß nicht, da war es... Da konnte man nicht einfach zurück und seine Vorräte wieder auffüllen, sondern es ging immer weiter vorwärts. Finde ich. Habe ich so im Kopf. So, bauen wir jetzt auch was aus Herstellung, Waffenherstellung. Wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn? Pistolenmunition. Achso, haben wir aber 20 von 20. Erste-Hilfe-Koffer haben wir auch. Habe ich das jetzt oder kann ich einen herstellen? Du hast den Gegenstand nicht herstellen, da du bereits... Ah ja, alles klar. Was würde ich sagen? Achso, brauchen wir jetzt Klebeband, um uns Waffen zu bauen und zu upgraden, wie ein Follow? Was kann man hier machen? Achso, hier können wir die Handfeuerwaffe upgraden. Das, was wir im Prinzip im ersten Teil alles an dem Stuhl gemacht haben. Magazingröße, Feuerrate, Feuerkraft. Ich würde direkt mal in Feuerkraft gehen. Was brauchen wir da Waffenteile? So muss ich festhalten, okay. Und wie viel brauche ich? Ich habe 20 anscheinend. Achso, 100. Alles klar. Achso, ne. Okay. Naja, gut, jetzt ist eh zu spät. Was soll's? Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Menü, Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das in eine Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Okay, also das heißt, wenn man noter Mann ist, kann ich mir zur Not auch irgendwas noch basteln. Dem können wir reden. Da gibt es noch was. 10 Stück. Okay, dann könnte man ja jetzt eigentlich schon wieder was upgraden. Vielleicht die Nachladezeit, das wäre doch ganz cool. Jo, da würde ich hier speichern und mal Schluss machen. Moment, Kaffeemaschine. Ne, erst noch ein Stückchen Kaffee. Eine kleine Kaffeepause machen. Lecker Kaffee. Das tut gut. Schöner, schwarzer, heißer Kaffee, ne? Ja, draußen klopfen sie gegen die Tür und wollen hier rein und hier, die pimmeln erstmal rum und trinken sie schlürfen Kaffee. Könnten natürlich jetzt hier einen auf MacGyver machen, ich meine, haben wir schon gemacht. Und sich hier voll die Waffen zusammenbasteln und dann sich rausballern. Wäre natürlich auch cool, wenn man hier wirklich noch mehr Leute findet, die man dann hier hinschickt und hier sind dann halt noch mehr Leute. Weiß ich nicht. Ich habe mich nur über das Spiel informiert. Wir werden es rausfinden. Aber meine Erwartungen sind doch relativ hoch. Gut, gespeichert und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.